Wie du siehst, ist mein graues Domino-Ecken-Kuschelding noch nicht weiter gediehen, aber das war ja auch nicht wirklich zu erwarten. Vielleicht, wenn wir 10-jähriges Nadelspieljubiläum feiern und den 500. Wochenrückblick, stricke ich vielleicht die letzte Reihe. Aber es ist ja auch nicht so dringend, das ist ja kein Problem. Meine Woche endet damit, dass ich mir vor etwa 3 bis 4 Stunden, gerade als ich die klassische Sockenferse gestrickt habe, also das Video dafür gestrickt habe, den rechten Daumen so nach außen gedreht habe, dass er seither unaufhörlich anschwillt und teuflisch schmerzt. Das ist natürlich nicht beim Stricken passiert, denn das kann ich ja ganz gut bekanntlich, sondern das ist passiert, als ich gerade dabei war, meine 2 vierbeinigen Nervtöter zu erwürgen. Ich bin mit einer Wasserflasche bewaffnet durch die Wohnung geflitzt, um ein ärgeres Massaker zu verhindern. Habe irgendwie mit der Wasserflasche eingefädelt an einem Türstock, übrigens dem einzigen in meiner Wohnung, und habe mir dabei den Daumen so nach außen verdreht. Es hat so ein richtig unangenehmes Geräusch gemacht. Ja. Ich bin sehr froh, dass ich etwa 30 Videos auf Vorrat habe, denn ich stelle mir vor, dass das Stricken die nächsten Tage eher ein schmerzhaftes Unterfangen sein wird. Apropos Lucy und Stiefel. Vorgestern kam ich nach Hause und habe gleich bei der Tür die Bescherung gesehen. Ein Teppich von Haarbüscheln in allen Farbschattierungen, von weiß bis grau. Der Stiefel war wirklich verstört, also er hat sich gar nicht in die Nähe von Lucy getraut und hinkte mit einem Bein. Lucy hingegen, mit stolz erhobenem Haupt, wie die Königin von Saba, ist sie herumstolziert, so nach dem Motto, tja, dem habe ich es aber gezeigt. Das hat jedenfalls dazu geführt, dass einen Tag lang wirklich Ruhe war. Der Stiefel hat einen großen Bogen um die Lucy gemacht. Die Lucy ist sehr selbstbewusst, immer ganz, ganz weit oben gethront und hat verächtlich runtergeschaut. Aber leider hat es eben nur gestern angehalten und heute war wieder alles beim Alten. Heute fliegen wieder die Fetzen. Ziemlich nervig, aber ich weiß wirklich nicht, was ich dagegen tun kann. So, aber neben den Katzenkämpfen haben sich auch ein paar andere Dinge ereignet. Ich war relativ fleißig. Ich bin mit den Socken, Fersen, Videos nicht so weit gekommen, wie ich es mir vorgenommen hatte. Das ist auch nichts Neues, aber ich muss mir immer viel vornehmen, damit ich ein bisschen was davon zu Ende bringe. Mir sind natürlich wieder 100 andere Dinge untergekommen. Zum Teil seid ihr dran schuld, weil ihr bringt mich immer auf so Ideen wie zum Beispiel die Hexenecken, habe ich entdeckt, als ich nachgesehen habe, als ich meine Erinnerung aufgefrischt habe zum Links- und Rechtsanschlagen. Naja, und da war es dann gleich wieder um mich geschehen. Aber ich denke, die sind ganz lustig, da kann man viel draus machen. Apropos Sockenstricken, es wird so dem Sockenkurs natürlich wieder eine DVD geben. Die wird ab 1. November fertig sein. Wenn du möchtest, kannst du sie schon vorbestellen. Und im Shop, weil eben Weihnachten schon vor der Tür steht, habe ich mir ein paar Geschenksets ausgedacht, die du im Nadelspiel-Shop findest. Vielleicht möchtest du ja eine 1, 2, 3 Bonus-Membership zu Weihnachten an liebe Menschen verschenken. Unser sehr spannendes Monsterprojekt beginnt ja nun in knappen 2 Wochen. Ich habe da noch ziemlich viel vorzubereiten, aber ich bin sicher, dass ich das auf die Reihe bringen werde. Ich werde euch das Projekt am kommenden Wochenende einmal intern vorstellen. Da können wir uns dann drüber unterhalten. Und ich werde euch ganz genau erklären, was ihr dafür tun könnt für alle, die mitmachen wollen. Ich freue mich schon wieder auf die nächste spannende Woche. Kommendes Wochenende halte ich einen Schreibworkshop in meiner neu eröffneten Netzwerkstatt und dort wird es ab 4. November auch einmal wöchentlich ein Stricktreffen geben, aber dazu informiere ich dich noch genauer. Bleibt mir nur noch, dir eine harmonische Woche mit kleinen Erfolgserlebnissen zu wünschen. Bis bald, deine Elisa.